Hallo und einen wunderschönen guten Tag bei einer neuen Folge von Wolfenstein The New Order, und wir begeben uns jetzt mit unserem schönen Tunnelgleiter, den man hier sieht, Richtung Waffendepot, wo ich ehrlich gesagt jetzt keine Ahnung mehr habe, wieso wir uns eigentlich dahin begeben, aber wird schon seine Gründe haben. So, und wo gebe ich Gas? Hier, okay. Und wo zur Hölle soll ich hin? What? Oh, oh Mann. Ich schätze mal hier rein. Das sieht doch mal gut aus. Hui. Kann ich damit doch eigentlich irgendwie ballern? Ich glaube nicht. Naja, egal. Upp. Oh Mann, da ist wieder die Steuerung invertiert. Irgendwie logisch, wenn man mit so einem Gerät fährt. Trotzdem ungewohnt. Upp. So. Ach du meine Fresse. Ja, wunderbar. Ich war noch ein Kind. So, ich brauche. Die Blüte waren voll im Gang. Bin ins Wasser, weil ich nicht auf meinen Vater hören wollte. Komm schon. Fühlte sich an, als brennst durch. Ja, danke dafür. Tunnelgleiter, ich brauche Luft. Was würde meine Haut verbrennen? Oh, ich habe einen Rückwärtsgang. Ja, ich habe einen Rückwärtsgang. Das ist gut. Verdammt doch mal, ich komme nicht vorbei. Nochmal zurück. Und das Ganze nochmal von vorne. So. Ah. Es geht doch. So halbwegs. Mann, wie wenn ich betrunken wäre. Unterhalb des Gefängnisses Eisenwald. Caroline sagte, dass Insassen vor einigen Jahren versucht hatten, mit ein paar Wertsachen im Gepäck durch die Kanalisation zu fliehen. Sie sind nicht sehr weit gekommen. Ja, wie denn auch, wenn hier alles überschwemmt ist und ich passe hier nicht durch? Warte. Dann muss ich aussteigen. Ich glaube, ich muss tatsächlich aussteigen. Ey, geh aus dem Weg. So. 13 Jahre alt, fiel in den Teich bei den Stellen. Danach klebten an meinem ganzen Körper Blutegel. Soll ich jetzt echt bis da hochtauchen? Ich glaube, irgendwie, das ist falsch. William, ich wollte dir noch etwas sagen. Ich habe in diesem Tagebuch gelesen, das mir meine Großmutter gegeben hat. Es gehörte meiner Cousine Ramona. Sie hat mit uns in der Klinik gearbeitet. Sie ist tot, aber sie hatte viele Geheimnisse. Und es gab niemanden, dem sie etwas anvertrauen konnte. Darum hat sie alles aufgeschrieben. Ich sende dir die Tagebucheinträge an dein Audiologbuch. Wenn du Luft, Zeit hast, Luft, hör doch mal rein. Luft! Oh, du meine Fresse. Hui! Frage ist, war das jetzt eigentlich richtig, dass ich ausgestiegen bin? Irgendwie habe ich so das Gefühl, als ob das irgendwie falsch gewesen wäre. Egal. Weiter geht's. Davon lassen wir uns ja nicht aufhalten. Sind wir halt ein bisschen langsamer. Kann ich hier eigentlich irgendwo? Glaube ich mal nicht. Na dann, weiter geschwommen. Ein bisschen schneller bitte, Blaskowitz. Irgendwie glaube ich, das war falsch, dass ich ausgestiegen bin. Aber naja, damit muss ich jetzt zurechtkommen. Oh, Leiter. Sehr schön. Stelle die Pumpenräder um. Na, kein Problem. Wenn ich endlich mal zur Leiter komme, na geht doch. So, kann ich hier durch? Nope. Aber hier gibt's Knöpfchen und was zum Drehen und Schalter. Und wir betätigen mal den Schalter. Okay. Okay, abwarten. Wir haben ja hier das eine Loch. Es muss nur zum richtigen Zeitpunkt stehen bleiben. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ja, sieht doch ganz nett aus. Hui, Arschbombe. Platsch. Bin schon durch viele Gewässer geschwommen. Keins war so kalt wie dieses. So. Hier kann ich durch. Hier könnte ich aber auch noch weiter schwimmen. Gucken wir zuerst mal, was es da hinten gibt. Okay, hier ging es auch noch weiter. Ach du meine Güte. Hier lag ja irgendwas auf dieser Plattform. Tatsache. Die goldene Kelle. Na wunderbar. So, jetzt will ich aber trotzdem lieber zuerst mal hier entlang gucken, was es da gibt.
So, kletter hoch, hoch, na geht doch. Das tiefe Becken ist ein altes Ausgleichsbecken. Finde heraus, wie du zur Plattform auf der anderen Seite gelangen kannst. Okay, dann muss ich jetzt wohl irgendwie den Wasserspiegel steigen lassen. Würde ich mal grob schätzen. Aber wo komme ich denn hier hin? Upsala. Sind hier irgendwo böse Menschen? Was liegt denn da? Hm, keine Ahnung, was das ist. Sieht irgendwie aus wie Rüstung, aber... Suche nach einem Mechanismus, um das Karte ist ja schön. Es muss komplett gefüllt sein, damit du hinüberschwimmen kannst. Moment mal, kann ich hier durch? Nein, da liegt aber was. Das ist ein Enigma-Fragment. Egal. Zuerst mal das hier erledigen. Okay, Wasser kommt, Wasser kommt. Und das sollte reichen. Das sollte reichen. So, wie komme ich hier jetzt wieder raus? Ich schätze mal wieder denselben Weg, wie ich reingekommen bin. Oh, was ist denn hier noch? Bombenangriff auf Berlin. Ein Bombenangriff der Royal Air Force hat letzte Nacht mehrere Wohnbezirke im Stadtzentrum Berlin zerstört. Der Angriff führte zu starken Bränden, die von einigen Augenzeugen als Flammenmeer bezeichnet wurden, das eine Vielzahl von Häusern verschlang. Erste Berichte deuten auf ein Dutzend tote Zivilisten sowie eine Vielzahl schwerer Verletzter hin. Mehrere Personen wurden außerdem vermisst gemeldet, nachdem sie Schutz vor den Bomben gesucht hatten. Tja. Sowas passiert nun mal im Krieg. Und deswegen ist Krieg aus Kacke. Hoch mit dir. Sehr gut, William. Durch den letzten Bereich musst du schwimmen. Du hast die Katakomben fast erreicht. Na dann wieder mal. Arschbombe. Hui. Upsala, da ist eine Mine. Mit Hilfe bin ich über den Fornisee gekraut. War einer der dummen Zinnsoldaten. Das kann ich durchschneiden. Aber der war nicht so dunkel. Und blub, 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 blub. Oh, da sind ja noch mehr. Ah, schneiden wir mal überall durch. Ich schätze mal, das wird schon. Irgendwas ist in die Luft gegangen. So. Ich glaube, mal auftauchen wäre nicht schlecht. Was ist das? Gute Frage, wo jetzt die Bomben hin sind. Egal. Oh, die schwimmt da entlang. Okay. Ich gehe trotzdem lieber mal hier hoch. Da ist schon wieder was explodiert. Ach, das hat den Weg frei gemacht. Alles klar. Das... ein Enigma-Fragment, das war aber jetzt nicht... Nee, das... würde rein architektonisch-mäßig... Nein, architektonisch-mäßig ist das falsche Wort. Egal. Ihr wisst schon, vom Bauplan her würde das nicht hinkommen, dass das dasselbe... Enigma-Fragment wäre, was wir vorher sahen. Oh, hier kann ich knacken. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. Wo ist der grüne Pfeil? Da ist er. So. Was haben wir denn hier Feines? Oh, Rüstungsverbesserung. Sehr nice. Ein bisschen Muni. Sonst noch was? Nope, ich glaube, das war's. Aber eine Rüstungsverbesserung, das ist ja mal nicht schlecht. Und dann wieder rein ins kühle Nass. So, gibt es hier unten irgendwas, oder... hm, da könnte ich auch lang. Oder hier. Hm. Ich glaube aber, ich gehe unten lang. Bin ich in den Brunnen hinabgetaucht, um Vaters Uhr zu finden. Aber der war nicht so tief. Aha. So, wo kommen wir hier jetzt raus? Uppala. Okay. Öffnet sich auf der anderen Seite. Okay.
So, sind hier jetzt irgendwo böse Männer? Direkt über dir liegen die Katakomben. Es gibt dort einen Aufzug, der dich direkt ins Waffenlager bringt. Ich glaube, wir gehen mal lieber auf schallgedämpfte Pistole. Und irgendwie glaube ich, ist hier noch niemand. Da wäre auch eine Tür. Nur wie soll ich da rüberkommen? Ich weiß es nicht. Deswegen mal auf zum Aufzug. So kann man es natürlich auch aufmachen. Was machst du nur, William? Sehr gut, jetzt ist mein Akku leer. Leer. Deswegen bitte wieder aufladen. Ein Zug kapern, na wunderbar. So, was zur Hölle habe ich hier jetzt gekriegt? Bekommen. Meine Güte, was ist heute wieder mit meinen Wörtern los? Das Laserkraftwerk wurde mit einer Tesla-Einheit verbessert. Diese Einheit verändert die Frequenz des Strahls dahingehend, dass mechanische Ziele in der Nähe des Strahls direkten Schaden nehmen. Also anscheinend gut gegen Mechs. So, und durch. Ich hoffe mal, hier kommt jetzt kein Zug. Sieht mir irgendwie nicht so ganz sicher aus. Geh jedenfalls mal auf die andere Seite. Und schleiche mich mal hier entlang. Kann ich hier rein? Nö. Okay, zwei Kommandanten irgendwo in der Nähe. Jetzt wäre natürlich ein Scharfschützengewehr schon was Feines. Ein schallgedämpftes Scharfschützengewehr, das wäre ganz toll. Oh, da steht schon der Erste. Deswegen gehe ich mal hier rüber. Hoffe mal, hier sieht mich niemand. Steht da oben irgendwo einer? Sehen wir dich keinen. Toll, das sind wieder Überwachungskameras. Oh, da kann ich rein. Da kann ich rein. Und da werde ich mich jetzt auch mal hinbegeben. Nur autorisiertes Personal. Ich bin nicht autorisiert. Ist ja Blödsinn. Hallo? Oh. Sehr schön, dann haben wir jetzt auch ein Maschinengewehr. Oh, da sehe ich noch ein Wurfmesser. Kann ich wieder Akku aufladen, aber das brauche ich zurzeit nicht. Da ist ein Hund. Der ist mal down und ich stehe irgendwo direkt neben deinem Kommandanten. Meine Fresse. Da ist er. Hui, zum Glück habe ich der nicht gesehen. So, und irgendwo ist noch einer. Der muss dann irgendwo da hinten sein. Da habe ich ihn gesehen. Den habe ich gesehen. Und den werden wir uns natürlich auch noch holen. Weil hier, glaube ich, irgendwo noch eine Wache herumläuft. Zuerst die Wache ausschalten. Komm. Nein. Sehr schön, ein zweites Maschinengewehr. Wunderbar. Läuft ja bis jetzt alles ganz gut eigentlich. So,
So, der wird sich sicherlich nicht umdrehen. Ich hoffe es zumindest. Ist hier jetzt noch irgendwo jemand oder war es der letzte? Ich hoffe es mal. Verstärkung dürften sie ja eigentlich jetzt nicht gerufen haben. Da ich ja beide Kommandanten ausgeschaltet habe. Also ist eigentlich alles... Ja, man kann sagen, ganz wunderbar gelaufen. Hier ist dicht. Öffnet sich von der anderen Seite. Okay. Dann mal... Ah, shit, ey. Na, wo bist du? Hups. Wegschmeißen will ich ihn ehrlich gesagt nicht. Nein, 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 nein. So. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Irgendwie nicht so pralle, hm? Aber der wird schon down gehen. Solange es bei einem Typen bleibt, sind die ja jetzt nicht so das Problem. Ja, das war's. Dann bitte nochmal neuen Strom, danke. So. Jetzt muss ich hier erst wieder drücken. So, abwarten, abwarten, abwarten. Und durch. Ja, dachte ich mir schon, dass ich das wieder schließen wird. Gegen das Trennen, Muni. Noch mehr Muni, geh aus dem Weg. Und noch mehr Munition. Das ist alles wunderbar. Hier ist nix. Doch, ein bisschen was. So, dann jetzt aber bitte wieder Pistole. Was liegt denn da oben? Achtung, Schimmel. Oh mein Gott. Moment mal, die Tür kenne ich doch. Tatsache, das ist wirklich diese Tür. Hier noch Muni, Medipack, Granate, wunderbar. Soll ich jetzt... Naja, es ist eigentlich, die Katakomben sind direkt über mir, also gehe ich zuerst nach unten. Und hier ist zu. Aber Rüstung. Immerhin. Oh, da sind auch noch Kisten. Die hätte ich fast übersehen. Ja. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Munition wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen lieber. Ja, geht doch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mhm. Hier ist zu. Das dachte ich mir schon. Oh, hier haben wir wieder eines der Hauptstadtmädels. Wunderbar. Ich schätze mal, hier komme ich zu der Knarre. Ja, sehr schön. Eine Schrotflinte. Wunderbar. Dann sind wir jetzt wieder, ja, man kann sagen, halbwegs vernünftig ausgestattet. Wer ist denn das? Miss Spezialtruppen. Bis das der Tod uns scheidet. Na, wunderbar. Oh, Muni. Und da ist noch ein Wurfmesser. Das hätte ich auch gerne noch dabei. Okay, jetzt sind wir hier oben. Hier gibt es doch sicher irgendwo ein Knöpfchen zum Drücken. Pistolenmunition ist voll. Stillstand am Bauen, Nachschubkrise beim Beton durch Produktionsausfälle. Tja, woran kann das nur liegen? Ja? Hier geht nix, nix, nix. Gibt es da hinten eigentlich noch irgendwas, bevor ich hier aufs Knöpfchen drücke? Nope, hier ist Sackgasse. Dann draufgehauen. Unser Bodenteam befindet sich am verlassenen Bahnhof nördlich von dir, William. Sie warten schon auf dich. Okay. Und jetzt passiert irgendwas, was mir nicht gefällt. Ah, ah. Okay. Ah, nein, nicht der Kimbo, nicht der Kimbo.
Oh, das sind wieder diese Shotgun-Penner. Also zumindest einer ist mal down. Oh, er schießt denn hier. Noch einer von den Pennern. Ja, bitte. Hui, den hat er auch zerfetzt. Oh, da steht irgendwo einer hinter mir. Du Pisser, ey. So geht das doch nicht. So, hier irgendwo einer. Hallo. Na, mal hier rausgeguckt. Ja, geil. No. Den holen wir uns wieder mit dem Laser. Einfach mal ein bisschen Munition sparen. Oh, da bewegt sich noch irgendeiner. Oder nicht. Ups, jetzt hat er mich gesehen. Dann mal lieber woanders hingehen. Ah, fuck, hier kann ich ja nicht durch. Das hatte ich ganz vergessen. Oh, da kommt auch noch ein zweiter. So, einer mal down, glaube ich. Nein, ich darf die Pistole wechseln. Oh, da kommen Soldaten auch noch. Nee. Muss ich aber trotzdem irgendwann mal raus. Ja, ihr wollt mich ja. Ey, ich habe keine Granaten mehr. Shit. Irgendwie nicht gut. Irgendwie gar nicht gut. Ich muss mich hier mal dringend verpieseln. Oh, gib mir ein bisschen Muni. Ach du, leck mich doch am Arsch. Ich sterbe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin tot. Fuu you. Ach du Kacke. Da habe ich mich nicht allzu clever angestellt. Das war scheiße. Naja, aber... Oh mein Gott, hier gibt es noch so viele Medipacks und alles und ich bin da gleich weggelaufen. Ach, das war doch einfach nur mal mies war das. Einfach nur mies. Naja. Und dann würde ich sagen, ob wir diesen Kampf schaffen oder nicht, das sehen wir dann in der nächsten Episode. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Ob man sieht sich.